Hey, hey Leute, Andi hier. Ihr kennt das vielleicht, ihr seid YouTuber und macht Videos. Das Freitagsprojekt mit Person A, das Montagsprojekt mit Person B. Und wenn es dann mal nicht klappt, ein Video aufzunehmen, sitzt ihr da und sagt, verdammte Scheiße, was lade ich denn heute hoch? Und ich hatte das Ganze mal in einem Kaffeepausen-Part angesprochen und am Ende von Danganronpa, glaube ich, dass ich sehr gerne wieder blind ein RPG-Maker-Horrorspiel machen würde. Und da ich es nicht geschafft habe, für heute einen Haunting Ground Part zu produzieren, wollte ich die Gelegenheit direkt nutzen, euch ganz kurz die drei RPG-Maker-Spiele zu zeigen, die zur Wahl stehen, und euch ein bisschen was darüber zu erzählen, was ich glaube, was uns da erwarten wird. Ich werde euch am Ende nicht meinen Favoriten nennen, das habe ich irgendwo zwischendurch mal gemacht, werde ich aber jetzt absichtlich nicht machen, weil ich die Abstimmung nicht in die Richtung treiben möchte, wie ich es gerne hätte, weil ich habe einen klaren Favoriten, werde euch aber nicht sagen, welcher dieser Favorit ist. Wie stimmt ihr ab, bevor ich euch die drei Spiele zeige? In meinem Community-Tab, den ich sehr wahrscheinlich unten in der Beschreibung verlinkt habe, ist eine Umfrage, und alles, was ihr machen müsst, ist einfach einmal klicken und dann könnt ihr euch entscheiden. Ihr könnt natürlich auch gerne unten in den Community-Beitrag schreiben, warum ihr dieses Spiel haben wollt. Da bin ich sehr gespannt, weil ich kenne alle drei nicht. Habe mir aber aus diversen Quellen sagen lassen, dass alle drei sehr gut sind. Und im Laufe dieses Kanals werde ich vielleicht auch alle drei zeigen oder vielleicht nur zwei davon. Ich habe auf jeden Fall eins, was ich zeigen werde, egal ob es genommen wird oder nicht, aber dann dementsprechend in einem anderen Zeitpunkt. Und dann legen wir auch direkt mal los. Das erste Spiel, was ich euch gerne zeigen würde, also was zur Wahl steht, ist Aria Story. Aria Story sieht von den Bildern her super schön aus. Das, was ich halt gesehen habe, hat mich hart an Eve erinnert. Für die Leute von euch, die Eve kennen, ist ein wunderschönes Spiel mit sehr viel Symbolismus. Was auch seine gruseligen Stellen hat, das, was ich von Aria Story bisher in den Screenshots gesehen habe, sah auch nicht ganz so nett aus. Ist jetzt kein Spiel der Marke The Witch's House, würde ich jetzt sagen, von dem ersten Eindruck, den ich gewonnen habe, sondern ist es mehr ein Art-Spiel. Es ist ein Horrorspiel, aber es ist auch beautiful, sagen wir es mal so. Es hat bestimmt auch eine interessante Story. Aber ich glaube, hier geht es auch so ein bisschen um die Atmosphäre, auch im positiven Sinne. Sieht super schön aus für Freunde, die vielleicht mein Eve-LP gesehen haben oder allgemein Eve kennen. Ich denke, das wird eher so in die Richtung gehen, dass es artsy sein wird. Mit einer bestimmt interessanten Story. Also wie gesagt, das alles nur von den Dingern, die ich jetzt gesehen habe und vielleicht auch mal einblendig versuche, es so ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Ihr könnt euch, glaube ich, noch ein bisschen mehr informieren, weil ich habe Angst, dass wenn ich mir jetzt irgendein Review oder sowas anschaue von dem Spiel, ich mir Plotpoints spoiler und dann wäre das LP nicht mehr so ganz blind. Also wie gesagt, Aria Story kenne ich nicht, sieht aber wunderschön aus. Allgemein die RPG Maker Horror Community schafft es einfach immer wieder bei so Projekten brutal geile Fanarts rauszuschmeißen und so. Ich finde das immer mega faszinierend. Das wäre auf jeden Fall Option Nummer 1. Option Nummer 2, die ich euch gerne vorstellen würde, ist Pocket Mirror. Und Pocket Mirror geht ein bisschen mehr in die Psycho-Richtung, zumindest von dem, was ich bisher so gesehen und gehört habe. Das Ganze ist krank, hat auch so einen ganz kleinen minimalen Eve-Stil, ist allerdings, wie es aussieht, eher so in die Witch-House-Richtung, heißt, es wird ein bisschen schreiiger. Ich glaube, bei Aria Story gibt es weniger Jumpscares, wenn ich die beiden mal so vergleichen würde. Und auch Eve hatte seine gruseligen Momente. Ich erinnere mich an den Raum, wo nur der Blauhaarige das Monster gesehen hat. Vor allen Dingen sehe ich es auch gerade in einem Bild. Und Pocket Mirror sieht auf jeden Fall dunkler aus, sieht auf jeden Fall jumpscariger aus, wenn ich ehrlich bin. Und trotzdem noch so artsy, dass ich halt hier einiges an Fanfic sehe. Wie gesagt, ich bin einfach wahnsinniger Freund davon. Die beiden Spiele sind auf Englisch. Ich gehe nicht davon aus, dass ich einen Deutsch-Patch bekomme, brauche ich auch nicht, weil ich glaube, dass ich noch ein RPG-Maker-Spiel übersetzt kriege, wenn wir das mit Doki Doki hinbekommen haben. Pocket Mirror auf jeden Fall meine zweite Option, sieht wie gesagt auch schweinengut aus und ich freue mich jetzt schon bei allen dreien, mir ein Thumbnail zu machen. Das dritte, was ich auf der Liste habe, ist ein kleiner Underground-Tipp. Und zwar von einer Freundin von mir, Shoutout an dich, Michelle, die mir das Ganze mal gezeigt hat. Das nennt sich Agoraphobia. Und Agoraphobia ist, wenn ich Google trauen darf, die Phobie vor Platzangst.
Das war vollkommen scheiße betitelt. Da versuche ich von Wikipedia cool was vorzulesen und dann verkacke ich es. Also Agoraphobia ist Platzangst. Und lustigerweise, soweit ich weiß, das einzige Spiel, was native auf Deutsch ist. Das, was ich von ihr gehört habe, sind relativ viele Jumpscares. Was natürlich für diese Art von Spiel relativ geil ist. Ich habe aber das Gefühl, für diejenigen unter euch, die Desert Nightmare von Kelvin gespielt haben, dass das Ganze so ein bisschen in die Richtung geht mit mehr Jumpscares. Ich habe auch hier wieder, wie gesagt, ein bisschen Gameplay für euch reingeballert. Ich glaube aber, dass dieses Spiel nicht diesen Arty-Style hat, den Area Story und Pocket Mirror haben, wo auch diese ganzen Fanart-Sachen zu existieren. Ich glaube, dass das eher so ein klassisches deutsches RPG-Maker-Horrorspiel ist, was so, wie gesagt, ein bisschen in die Desert Nightmare-Richtung geht, was mich wundert, weil die eigentlich kaum Jumpscares haben, wenn ich mich recht entsinne. Desert Nightmare hatte 2-3 oder so, und das war's eigentlich. Weiß ich nicht. Das ist mehr so ein Risikofaktor. Das könnte brutal geil werden oder es wird ultra langweilig. Nichtsdestotrotz sieht es brutal geil aus, aber ich weiß es nicht. Dementsprechend sind das die drei Möglichkeiten, die ich euch zur Wahl stelle. Area Story, Pocket Mirror und Agoraphobia. Ich werde diese Abstimmung bis Sonntag laufen lassen. Ich brauche jetzt natürlich einen guten Punkt, wo ich das Ganze cutten kann. Ich würde jetzt einfach sagen, Sonntagmittag 12 Uhr. Also Deutschland 12 Uhr, bevor jetzt irgendeiner in Amerika hier abstimmt, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber Deutschland 12 Uhr mittags bis dahin, also jetzt der Sonntag, ne? Ich muss das klar machen, jetzt der Sonntag, hier der 17. März, bis dahin geht die Abstimmung, weil dann könnte ich theoretisch noch einen Part vorproduzieren, sollten wir es am Montag nicht schaffen, Haunting Ground zu bringen. Wie gesagt, das ist ein bisschen so als Ersatzprojekt. Keine Angst, Leute, Resident Evil kommt trotzdem wie gewohnt. So, bevor ich euch jetzt ein Ohr abquatsche, ihr habt den Link zur Abstimmung. Ich werde alle drei Projekte mit Facecam machen. Alle drei Projekte sind blind. Deswegen kann ich auch nur so vage beschreiben, was ich ungefähr von den Spielen erwarte. Es kann natürlich sein, dass ich mega daneben liege. Von daher könnt ihr das auch gerne in die Abstimmung mit reinschreiben. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich kenne Pocket Mirror, das ist richtig krass, da wird der Andi sich richtig einscheißen, dann könnt ihr das gerne unten noch mit reinschreiben, um die anderen so ein bisschen zu überzeugen, das Spiel für euch zu wählen, sag ich mal. Und wir sehen uns dann am Mittwoch, wo ein Part der Tierklinik hochkommt. Das hatte ich auf dem Discord schon mal erwähnt. Von daher, falls ihr Bock habt, ein bisschen up-to-date zu sein, weil wir manchmal Sachen vorher auf dem Discord ankündigen, da hatte ich, glaube ich, das Ganze auch mit der Tierklinik vor 2-3 Tagen angesprochen. Wir haben da den Livestream, der kommen wird, schon mal ein bisschen angeteasert, weil wir haben sehr wahrscheinlich ein Datum, wo der Livestream hochkommt. Dazu kommt bald eine Kaffeepause. Aber das sind so Sachen, die im Discord so ein bisschen hin und her fliegen. Es ist eine geile Community. Ich liebe die Leute, die da alle rumgammeln. Und wir haben mega viel Spaß zusammen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mal auf dem Discord so ein bisschen euch mit uns zu unterhalten, weil wir gammeln da alle mega chillig rum, dann seid ihr gerne eingeladen. Link packe ich auch unten in die Beschreibung, habe ich wahrscheinlich eh immer drin, ne? Und ihr geht jetzt gerne mal abstimmen bis diesen Sonntag, 12 Uhr, und ich freue mich auf neuen Horror-Kram mit euch, Freunde. Haut da rein, genießt den Montag, und wir sehen uns Mittwoch oder spätestens Freitag. Ciao, ciao!